Die Menschen spüren, etwas Großes, Gewaltiges braut sich in dieser Welt zusammen. Diese diffuse Vorahnung haben die Menschen, etwas Großes wird geschehen, aber sie haben keine Ahnung, welche Mächte und Kräfte sind denn hier überhaupt noch am Wirken und wohin führt denn das Ganze, wohin ist die Reise dieser Welt, was ist der Fahrplan? Und das kannst du nicht wissen ohne die Bibel. Es fallen dann so Namen wie Klaus Schwab und The Great Reset und so weiter. Aber das ist nicht die Antwort. Welche Mächte und Kräfte sind denn am Wirken? Erstens Satan selbst. Er wird genannt der Fürst dieser Welt. Er hat eine von Gott begrenzte Macht über diese Welt. Und er will die Menschen in die ewige Gottesferne reißen, wo er selbst enden wird. Er will nicht, dass die Menschen Jesus Christus als ihren Retter annehmen. Und dafür baute ein absolut antigöttliches System auf, genannt Welt. Und die Antigöttlichkeit wird immer offenkundiger und manifestiert sich immer mehr, je weiter wir in die Zukunft gehen. Und das Ergebnis ist ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Das nennt die Bibel eine verkehrte und verdrehte Menschheit. Das heißt, gegen Gott gerichtet, alles gegen Gottes Willen gerichtet. Zweitens, Gott selbst ist natürlich am Wirken. Er hat nach wie vor die Oberhand. Er ist der Herr der Geschichte und hat einen kristallklaren Plan für diese Welt und eine Heilsgeschichte für die Gläubigen. Und wohin führt das nun? Wohin steuert denn, worauf steuert denn die Welt zu? Die Bibel macht ganz klar, das Ganze steuert auf die siebenjährige Gerichtszeit zu, eine siebenjährige Drangsalszeit, die bald in naher Zukunft beginnen wird. In dieser siebenjährigen Drangsalszeit wird Gott die Welt richten, aber in dieser Zeit spitzt sich auch diese satanische Macht zu. Es wird eine Weltherrschaft geben, durch und durch dämonisch und satanisch. Es werden sich die Dinge, gesellschaftliche, politische Dinge zuspitzen und gleichzeitig werden die Gerichte Gottes laufen. Das ist die Stunde der Versuchung, wie die Bibel es nennt. Das gab es noch nie auf dieser Welt. Und am Ende dieser siebenjährigen Drangsalszeit wird Christus selbst auf die Erde kommen und den Abschluss setzen dieser Gerichte. Er wird dann eine neue Heilszeit anbrechen, das sei ein tausendjähriges Friedensreich. Aber das ist der Fahrplan, das kommt auf die Welt zu, eine siebenjährige Drangsalszeit und die Menschen werden unter einer gewaltigen dämonischen satanischen Macht stehen. Nimm heute noch Jesus Christus an als deinen Retter, dann stehst du auf der Seite des Siegers und bist gerettet für Zeit und Ewigkeit.